Wir sind HazyTech. Mit unserer Dynamic Biofilm Protection Technologie revolutionieren wir den bisherigen Umgang mit hochgiftigen Anti-Fouling-Systemen in der weltweiten Handelsschifffahrt. Das Unternehmen HazyTech Electronics wurde 2016 von Jessica Schmiede, Jan Kelling und Andreas Hoffmann in Kiel gegründet. Aktuell beschäftigt HazyTech 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. HazyTech Dynamic Biofilm Protection verhindert Biofilm und andere Ablagerungen. In der weltweiten Handelsschifffahrt reduziert die Technologie Kraftstoffverbräuche und CO2-Emissionen, macht die Abgabe von hochgiftigen Schwermetallen in die Ozeane obsolet und reduziert die Verschleppung invasiver Arten in fremde Ökosysteme. Mir gegenüber sitzt jetzt Jan Kelling, ein waschechter Hamburger, wie ich gerade erfahren habe, vom Startup HazyTech. Hallo Jan. Hallo Andrea. Erklär uns doch mal, wie genau funktioniert eure Technologie und was sind die Vorteile? Ja, das ist eigentlich relativ banal. Die initiale Basis für den Bewuchs auf Schiffsoberflächen, das ist der Biofilm. Dieser grüne, schleimige Film, den wir kennen aus dem Eimer, den wir im Sommer auf der Terrasse vergessen, oder aus dem Swimmingpool. Und dieser Biofilm stellt die Nahrungs- und Haftbasis dar für jede Pocke, jede Muschel, jede Alge und besteht aus Einzellern und Bakterien. Und genau diese Basis, die gehen wir an, indem wir diese Ultraschallsensoren auf die Oberfläche kleben, keine Löcher, kein Schrauben, kein Bohren, und das von der trockenen Seite tun. Und dann wird ein Frequenzprogramm an Ultraschallwellen durch das Material in die Flüssigkeit abgegeben. Und genau das verhindert die Anhaftung von diesen Einzellern und von Bakterien und damit den Biofilm und somit den Bewuchs. Klasse. Und gibt es dazu auch noch andere Anwendungsgebiete außerhalb der Schifffahrt? Ja, die gibt es in der Tat. Wir sind neben der Schifffahrt auch in der Industrie installiert. Wir sorgen beispielsweise dafür, dass Kühltürme ohne Chemie, ohne Biozide im Rahmen der 42. Bundesemissionsschutzverordnung sauber betrieben werden können. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie entwickelt sich euer Unternehmen? Also ihr habt ja schon 5 nationale und internationale schiffsbezogene Awards abgesandt und aktuell seid ihr Träger des Deutschen Innovationspreises. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Welchen Award wollt ihr so als nächstes absahnen? Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich gehört dieser Award nicht nur der Firma, sondern dem ganzen Team. Wir haben einen super, wirklich super Team-Spirit bei HazyTech. Und den wollen wir natürlich ausbauen, erhalten und ausbauen. Wir haben zum letzten Jahreswechsel den Vertrieb ausgebaut. Wir haben die Entwicklung erweitert und aktuell arbeiten wir sehr stark an der Weiterentwicklung und Neuentwicklung zweier Produkte, die in der Industrie, aber insbesondere auch in der Schifffahrt wieder für Furore sorgen. So viel kann ich verraten. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ihr habt einiges vor, das finde ich mega spannend. Ich hoffe, dass ihr eure Innovationspreisparty irgendwann auch nochmal, wenn es wieder richtig gut geht, nachholen könnt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Andrea.